Als Jiddu Krishnamurti gefragt wurde, ob es ein Überleben nach dem Tod gebe, atmete er zunächst tief durch. Dann fragte er die Menschen um sich, ob sie wirklich am Tod interessiert seien. Die Menge blieb stumm. Nach einer Weile sprach er weiter, dass das Bewusstsein jedes Einzelnen das Bewusstsein der ganzen Menschheit sei. Unser Bewusstsein sei das Bewusstsein der ganzen Welt. Er fragte die umstehenden Menschen, ob sie dies sehen könnten. Wieder blieb die Menge stumm. Krishnamurti fuhr fort, es sei für die meisten tatsächlich sehr schwer zu verstehen, denn wir alle seien dazu erzogen worden, uns selbst als Individuen zu sehen, als Einzelne. Wir sehen uns als Ich. Jeder Einzelne mit eigenen Idealen, Vorstellungen und Bestrebungen. Aber, so sagte Krishnamurti, mit diesen Facetten gehören wir alle zum großen Bewusstsein der ganzen Menschheit. Und selbst wenn das Ich sterbe, werde dieses umfassende Bewusstsein immer weiter bestehen. Deswegen hat der Tod wenig Bedeutung. Der Tod mache nur Angst, wenn ich mich als Individuum sehe und nicht als Teil des Bewusstseins der ganzen Menschheit. Und nach einer kurzen Pause fügte er hinzu, Liebe kennt keinen Tod. Mitgefühl kennt keinen Tod. Also für mich persönlich kamen diese Sätze irgendwie überraschend. Ich konnte zunächst nicht begreifen, wie Liebe und Mitgefühl mit dem, was er zuvor gesagt hatte, über das vom Weltbewusstsein, wie gehörten Liebe und Mitgefühl da dazu? Wie hing das zusammen? Trotzdem fühlte ich damals, und ich fühle das auch heute noch, dass diese Sätze für mich Sinn ergeben. Ich glaube, ich verstehe etwas darin, was mir persönlich hilft, mein Sterben besser anzunehmen. Anders als sonst, und ich bitte da ein wenig um Entschuldigung, möchte ich meine Deutung, mein Verständnis an dieser Stelle nicht beschreiben. Stattdessen möchte ich dich gerne einladen, dass du dieses fremdartige Bild auf dich wirken lässt. Und vielleicht kannst auch du etwas für dich darin finden.